Die Marke mit dem Kranich. Bekannt in der ganzen Welt. Heimkommen fängt nicht erst an, wenn ich daheim bei Mama oder Papa die Haustür aufschließe, sondern wenn ich mein Lufthansa-Flugzeug sehe. Am Anfang Pioniere in klapprigen Kisten. Und ein Pakt mit dem Bösen. Im Dritten Reich ist die Lufthansa verstrickt in Verbrechen. Danach drückt sie sich um die Verantwortung. Wir sind ein neues Unternehmen, wir haben mit diesem ersten Unternehmen nichts zu tun. Das ist aber weder historisch noch moralisch richtig. Ölkrise. Terror. Die Chronik der Lufthansa spiegelt auch das Auf und Ab der Zeitgeschichte. Bis hin zum Amokflug der Germanwings 95-25. Also ich hätte sowas niemals für möglich gehalten. Die Zukunft? Ungewiss. Piloten streiken für Privilegien. Die Kunden müssen es ausbaden. Im Nacken die aufstrebende Konkurrenz. Die Lufthansa reagiert mit der Gründung von Billigtöchtern. Kann die Kernmarke das auf Dauer überleben? Das ist ein hartes Geschäft, was wir betreiben. Und wir als Konsumenten sagen, was sind die denn jetzt? Deutschland, deine Marken. Die Lufthansa. Erfolge, Zukunft, Tricks und Krisen. Lufthansa ist halt der Begriff in Deutschland für Fliegen, Flugzeug. Ich verbinde mit Lufthansa nach wie vor immer noch Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Deutschland. Man verbindet mit Lufthansa auch, aber schon auch deutlich mehr Qualität. Die Deutsche Lufthansa AG. Ein Gigant im Luftverkehr. Über 120.000 Mitarbeiter weltweit. 617 Flugzeuge. Mehr als 100 Millionen Fluggäste pro Jahr. 308 Ziele. Jahresumsatz 2016 31,7 Milliarden Euro. Heimatbasis und Hauptquartier ist Frankfurt, der viertgrößte Flughafen in Europa. Etwa 300.000 Menschen täglich fliegen Lufthansa. Ungefähr die Einwohnerzahl von Augsburg. Und doch hat die Marke ein wachsendes Imageproblem. Im Zeichen des Kranich. Bilder, die Reisende wütend machen. Im November 2016 bleibt die Lufthansa am Boden. Annullierte Flüge. Die Piloten stehen im Streik. Mit der Nachsicht der Kunden dürfen sie nicht rechnen. Ich habe normalerweise immer ziemlich viel Verständnis eigentlich für Streik. Bei Piloten in Deutschland eher weniger, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, die streiken auf sehr hohem Niveau. Wenn man viel Flieger ist, ist es nicht so schön. Streik? Schon wieder? Seit 2014 streiken die Piloten 14 Mal. Insgesamt 1,7 Millionen Passagiere haben das Nachsehen. 15.000 Flüge. Abgesagt. Ich habe rational ein Verständnis für die streikenden Kollegen. Ich bin ja auch irgendwo Arbeitnehmer oder irgendwo abhängig beschäftigt. Das verstehe ich schon. Aber nicht dann, wenn ich mit diesem Nimbus, mit diesem Ermöglicher meiner Fernreise, mit dem Erfüller meiner Sehnsuchtsträume, wenn der damit so spielt, dann habe ich wirklich ein Problem. John Christoph Berndt ist Markenexperte und beobachtet das Image der Lufthansa mit Sorge. Denn die vielen Streiks sind Gift fürs Geschäft. Wer will schon so in den Urlaub starten? Auch im Konzern bangt man um die Zukunft. Ich bin überzeugt, dass die Marke beschädigt wurde durch diese Streiks. Also es tut mir wirklich in der Seele weh, aber das ist meine Wahrnehmung. Jürgen Raps war zuletzt Chefpilot und flog für den Kranich 15 Millionen Kilometer, 370 Mal um die Erde. Für seine streikenden Kollegen fehlt ihm das Verständnis. Sie riskieren ein Image, das jahrzehntelang am deutschen Himmel strahlt. Am Anfang sind Luftverkehr und Lufthansa in Deutschland im Grunde dasselbe.
Statusbewusstes Reisen für Reiche, die ihre Taschentücher nicht aus den Eisenbahnen der Jedermänner schwenken wollen. Fortbewegung mit dem Beigeschmack von Elite und Abenteuer. Fremde Länder bequem und schnell erreichen. Und danach Rückflug mit Heimatgefühl. Wenn ich in Kairo am Flugplatz stehe, nach 2 Wochen oder 2 Monaten Backpacking, irgendwo Trekking gemacht oder lange dort gearbeitet, einige Monate, heimkommen, fängt nicht erst an, wenn ich daheim bei Mama oder Papa die Haustür aufschließe, sondern wenn ich mein Lufthansa-Flugzeug sehe. Die Lufthansa als deutsches Aushängeschild. In Melonengelb und Lufthansa-Blau. Farben, die Fernweh wecken. Ganz bewusst ausgewählt. Ein Geniestreich der Gründerväter. Blau ist das Meer, gelb ist irgendwo die untergehende oder aufgehende Sonne. Und das hat Lufthansa ganz toll gemacht vor vielen Jahrzehnten. Auch die glanzpolierten Flugzeugrümpfe gehören zur raffinierten Imagebotschaft. Die Lufthansa-Flugzeuge waren ja sehr lange untenrum silber. Ein Silberstreif am Horizont nach dem Krieg. Die Lufthansa, da kommt mein Flugzeug. Große weite Welt für mich. Eine Tür für mich geht auf. Auf den Maschinen prangt der Kranich. Ein Zugvogel, dem Wachsamkeit zugeschrieben wird. Im Luftverkehr eine günstige Eigenschaft. 1962 wird in Ulm unter der Leitung von Stardesigner Otel Eicher das Erscheinungsbild der Lufthansa modernisiert. Der Kranich als Wappentier steht nicht zur Debatte und wird aus den Anfangsjahren übernommen. Markenexpertin Silvia Danne erklärt warum. Es entstand ein aufsteigender Vogel, ein skizzierter Vogel, der für die aufstrebende Luftfahrt, für Dynamik und auch für die neue Technologie stehen sollte. Doch optisch günstige Signale allein reichen nicht auf Dauer. Zur Markenpflege gehört auch zuverlässige Leistung und keine Dauerstreiks des Personals. Passagiere, Luftpost, Elefanten. Die Geschichte der Lufthansa beginnt 1926, 8 Jahre nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg. Fliegerei heißt damals Hoffnung für die gedemütigten Deutschen. Der Historiker Lutz Budras hat diese Frühphase erforscht. Die Luftfahrt wird in Deutschland in den 20er Jahren als ein deutsches Phänomen begriffen. Also das heißt gleichsam deutsch, Luftfahrt ist, auch gerade durch die Innovationen im Ersten Weltkrieg, wird als etwas Deutsches verstanden. Und Luftfahrt wird als etwas begriffen, um dem besiegten Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg wieder den Weg in die weite Welt zu ebnen. Also buchstäblich, aber auch bildhaft, dass also die deutsche Geltung in der Welt durch Luftfahrt erneuert wurde. Die deutsche Lufthansa AG entsteht aus einer Notfusion zweier Vorläufer. Der defizitären deutschen Aeroloid und der Junkers Luftverkehr AG. Die Weimarer Republik beteiligt sich mit 26%. Der Name Hansa soll an die Zeit der deutschen Hanse erinnern, an mutige Seefahrer und ein Netzwerk tüchtiger Kaufleute. Zwischen Stockholm und Innsbruck, Tilsit und Paris pendeln jetzt Lufthansa-Maschinen. Die Piloten, Fliegerasse des Ersten Weltkrieges. Nach dem Versailler Vertrag darf Deutschland keine Luftwaffe mehr haben. Know-how und Personal aus der Armee stehen deshalb reichlich zur Verfügung. Gründerzeit, volle Aufbruchstimmung. Die Traditionslufthansa, und die ist schon in den 20er, 30er Jahren Linienflug geflogen. Kurt Schellenberg, Luftfahrtjournalist. Einer der besten Kenner der Lufthansa-Geschichte. Wer reist damals mit den noch kleinen Fliegern? Eine eigene Gesellschaftsschicht. Der frühe Jetset sozusagen, nur mit Propellermaschinen. Besonders Geschäftsleute nutzen gerne den zeitsparenden Weg durch die Luft. Aber der Kreis bleibt exklusiv. Das ist allenfalls eine kleine Oberschicht,
des Fluges, wenn man sagen würde, also Geschäfts-, also sagen wir mal, höhere Geschäftsleute, sagen wir, Journalisten, die sehr schnell irgendwo hin müssen, also im Grunde die oberen 10.000 und keineswegs der, sozusagen der Mann aus der Mittelschicht oder die Frau aus der Mittelschicht. Tickets sind teuer. 20 Mark für den Nachtflug Berlin-Königsberg. So viel wie damals eine Monatsmiete. Die meisten Deutschen erleben auch deshalb die Fliegerei erstmal nur vom Boden aus. Und die Lufthansa schreibt trotz der hohen Ticketpreise nur Verluste. Der Luftverkehr ist bis knapp vorm Zweiten Weltkrieg nicht niemals profitabel. Es ist klar, dass wenn jemand versucht, mit einem Flugzeug von A nach B zu fliegen, er immer Subventionen braucht. Und das stellt sich heraus, dass diese Subventionen so sehr erheblich sind. Die Lufthansa braucht ein zweites Geschäftsfeld, um die Verluste aus dem Passagierbetrieb auszugleichen. Eine Lösung heißt Luftpost. Schon im Gründungsjahr befördert die Lufthansa mehr als 300 Tonnen Briefe und Päckchen, auch international. Berühmt ist das Beispiel die Luftpostroute Berlin-Buenos Aires. Mit jedem Flug gelangen 100.000 Briefe, etwa 37 Kilo, nach Südamerika. Schwierigste Etappe ist die Atlantiküberquerung. Sie gelingt nur mit dem Flugboot Dornier Wahl. 210 Kilometer pro Stunde schafft der schwimmfähige Flieger. Stützpunkt ist das Postschiff Westfalen, das im Atlantik zum Betanken bereitsteht. 481 Mal kommt es bis 1939 zum Rendezvous auf dem Meer. Ein Katapult schießt den Postflieger zurück in den Himmel. Im Volksmund heißen die so verschickten Briefe deshalb Schleuderpost. Schon bald werden auch deutlich größere und schwere Güter durch die Luft transportiert. Sogar Zootiere. Die Lufthansa befördert auch heute noch 150 pro Jahr. Luftfracht, ein noch immer lukratives Geschäft. In der Tat hat die Luftfracht für die Lufthansa eine große, seit Jahrzehnten wichtige Bedeutung. Als Exportnation, die Deutschland nun mal ist, haben wir natürlich auch besonders hohen Anteil an Exportgütern hier an unserem Heimatmarkt Frankfurt. Carsten Spohr ist seit 2014 Vorstandsvorsitzender der Lufthansa. Aber das Geschäft mit der Fracht ist hart umkämpft. Seit Jahren sinkt die Gewinnspanne. Täter und Opfer. 1933. Nationalsozialisten an der Macht. Die Lufthansa weiß den Regierungswechsel zu nutzen. Ein spezieller Passagier fliegt mit ihr gerne zu Aufmärschen. Adolf Hitler ist Vielflieger. Schon im Wahlkampf 32 nutzt er Lufthansa-Flugzeuge. Die Propaganda macht daraus das Zitat: der vom Himmel gesandte Führer. Fliegen heißt siegen. Die Lufthansa schließt sich schnell dem braunen Zeitgeist an. Hitlers Pilot war Hans Bauer, ein Lufthansa-Mann. Nahtlos fügt sich der Zivilverkehr in die Kriegsvorbereitungen. Ab 1939 wird fast die gesamte Lufthansa-Flotte in die Luftwaffe integriert, Besatzungen inklusive. Ihre Aufgaben? Transportflüge und technische Einsätze. Flugzeuge sind kriegsentscheidend. Auch aus der Passagiermaschine Tante Ju wird ein Kriegsflieger. Bombenschächte und eine MG-Klappe sind ab Werk schon vormontiert. An Bord keine oberen 10.000 mehr, jetzt nur noch Fallschirmjäger auf dem Weg zum Angriff. Lutz Budras hat die Lufthansa der Nazi-Zeit genau durchleuchtet. Ja, also die Lufthansa macht vor allen Dingen zwei Dinge. Auf der einen Seite ist sie seit 1936 sehr stark in der Reparaturindustrie engagiert. Die Reparaturindustrie ist eben ein Zweig, der vergleichsweise spät aufgebaut wird und wo eben am wenigsten absehbar ist, ob er gut ausgelastet werden kann während eines Krieges. Und deswegen wird die Lufthansa damit beauftragt, die Reparaturindustrie aufzubauen. Sie ist also dann zeitweise zumindest die Reparaturwerkstatt der Luftwaffe.
Die Lufthansa verdient gut am Angriffskrieg. Mit bis zu 13 Kontroll- und Reparaturwerkstätten im Reichsgebiet und 9 an der Front. Die Lufthansa wartet Wehrmachtsmaschinen und macht auch direkt Kasse mit der Herstellung von Kriegsgerät. Doch Kriegsreparaturen sind besonders riskant. Explosionsgefährdete oder schwer beschädigte Flieger müssen vorab besonders präpariert werden. Man braucht in der Flugzeugreparatur einen großen Bestand von ungelernten Arbeitern, die das Flugzeug überhaupt zur Reparatur vorbereiten. Und dieser Bestand an ungelernten Arbeitern macht es eben notwendig, dass man Leute bekommt, die sowas machen können und beziehungsweise dazu verpflichtet werden können. Und das sind dann eben in erster Linie dann Zwangsarbeiter. Mehr als 7000 Zwangsarbeiter schuften für die Lufthansa. Aus 25 Nationen. Vorwiegend Russen, Ukrainer und Weißrussen. Viele davon Frauen, Jugendliche und Kinder. Unterbringung und Verpflegung der Zwangsarbeiter lässt sich die Lufthansa gesondert vergüten. Da ist eben die Lufthansa eins von den Unternehmen, die direkt vor Ort, also in den Frontreparaturbetrieben, Arbeiter einfängt. Und da die meisten entweder schon vom Generalbevollmächtigten eingesammelt worden sind, beziehungsweise mit der sowjetischen Armee zurückgegangen sind, sind es überwiegend Frauen und Kinder. Sklaven des Konzernprofits. Nach dem Krieg kann sich die Lufthansa jahrzehntelang vor der Verantwortung drücken. Erst 1999 verklagen ehemalige Zwangsarbeiter deutsche Unternehmen auf Schadenersatz. Die Lufthansa sitzt mit auf der Anklagebank. Jetzt stellt sie sich dem braunen Erbe. 40 Millionen D-Mark zahlt sie nach eigener Darstellung in eine Stiftung der deutschen Industrie, die am Ende mehr als 5 Milliarden D-Mark aufbringt. Von der Bundesregierung kommen noch einmal 5 Milliarden dazu. Insgesamt ausgezahlt werden 8,7 Milliarden Mark. Lufthansa-Zwangsarbeiter, die nicht im KZ waren, erhalten eine Einmalzahlung von maximal 2.560 Euro. Die Lufthansa beteiligt sich an dem Fonds für die Entschädigung von Zwangsarbeitern relativ frühzeitig. Also das ist gar keine Frage. Nichtsdestoweniger sagt natürlich die Lufthansa, wir sind ein neues Unternehmen. Wir haben mit diesem ersten Unternehmen nichts zu tun. Das ist aber also weder historisch noch moralisch richtig. Das Buch Adler und Kranich macht die NS-Geschichte der Lufthansa öffentlich. Der Nachfolger einer Studie, die vom Konzern selbst beauftragt, dann aber nicht publiziert worden war. Verdrängung aus Sorge ums Image? Für die Nachkriegs-Lufthansa zählen nach der Neugründung erst einmal andere Fragen. 1974 wird Sicherheit zum großen Thema. Der Crash eines Lufthansa-Jumbos verstört die reisefrohe Kundschaft. LH-540 zerschellt nur 35 Sekunden nach dem Start in Kenia. Später zeigt sich, ein Pilotenfehler war die Ursache. Schlechte Nachrichten für die Lufthansa, deren Image eigentlich auf deutsche Gründlichkeit und ein Höchstmaß an Sicherheit baut. Der Flugzeugabsturz einer Boeing 747 in Nairobi war für die Lufthansa ein einschneidendes und dramatisches Erlebnis. Nicht nur, weil man Tote zu beklagen hatte, sondern auch, weil natürlich der Nimbus erstmal in Gefahr ist, dass man eine Fluggesellschaft ist, die immer sicher fliegt. Rund um die Welt, verlässlich wie ein Uhrwerk. Die Kernbotschaft der Lufthansa scheint besonders in den 70er Jahren gefährdet zu sein. Ölkrise 1973. Das fossile Lebensblut aller Fluglinien ist in Gefahr. Die Versorgung mit Treibstoff. Die großen Ölstaaten drosseln den Export. Leere Autobahnen und autofreie Sonntage gehen in die Geschichte ein. Der Ölpreis verzwölffacht sich in nur 6 Jahren. Auch die Lufthansa muss Kosten senken und sich zum ersten Mal dem Thema Spritsparen widmen. Zur selben Zeit geraten Airlines ins Visier internationaler Terroristen.
Es beginnt mit der Sprengung leerer Jets in Jordanien durch palästinensische Kämpfer. Nun, gerade in den 70er Jahren war auch spürbar, dass die Lufthansa Symbol für Deutschland war. Darauf sind wir stolz, waren wir stolz, aber es brachte damals in diesen Angriffen auf Deutschland natürlich auch die Gefahr mit sich. Und das waren schwere, schwarze Stunden. Schon 1972 verzeichnet die Lufthansa 2 entführte Maschinen, 23 Entführungsandrohungen und 92 Bombenwarnungen. 5 Jahre später, die Entführung von LH-181. 4 palästinensische Terroristen bringen die Lufthansa-Maschine Landshut auf dem Rückflug von Mallorca in ihre Gewalt. Das Kommando will inhaftierte RAF-Terroristen freipressen und nimmt 82 Passagiere als Geiseln. Bundeskanzler Helmut Schmidt gibt nicht nach. Das Flugzeug irrt durch den Nahen Osten. Über dem Jemen geht der Treibstoff zu Ende. Die Landshut will in Aden landen. Sicherheitskräfte blockieren die Landebahn. Kapitän Schumann landet trotzdem. Während der anschließenden Inspektion der Fahrwerke nimmt Schumann heimlich Kontakt zum jemenitischen Militär auf. Nach seiner Rückkehr in die Landshut wird er von den Terroristen erschossen. Co-Pilot Jürgen Vitor muss weiterfliegen. In Mogadischu stürmt die GSG 9, eine deutsche Spezialeinheit, die Landshut. Passagiere und Besatzung überleben. 3 der 4 Geiselnehmer werden erschossen. Was Mogadischu angeht und Landshut, da ist es so gekommen, dass zwar Lufthansa jeden Abend in den Nachrichten war mit diesem extrem schlechten, extrem schrecklichen Entführungsfall. Nur dadurch, dass die meisten Menschen gerettet wurden und nur es ein Todesopfer gegeben hat, nämlich den Piloten, ist zum Schluss dieser Fall uns in den Köpfen als das Wunder und die Rettung von Mogadischu und nicht als der Fall, in dem die Lufthansa eine schlechte Figur gemacht hat oder Teil einer Katastrophe war. Ein Moment des Glücks für Passagiere, Bundesrepublik und Lufthansa. Doch für den zivilen Luftverkehr bricht ein neues Zeitalter an. Durchsuchungen und Passkontrollen sollen Terroristen fortan von Flugzeugen fernhalten. Seitdem wurden die Kontrollen immer mehr verschärft. Passagiere, die heute in ein Flugzeug wollen, müssen sich in Nacktscannern bis auf die Haut offenbaren. Doch kein Detektor hilft, wenn der Attentäter aus den eigenen Reihen stammt. Bei der Tochterfirma Germanwings kommt es am 24. März 2015 zum schwersten Vorfall der Lufthansa-Geschichte. Der psychisch kranke Co-Pilot eines A320 steuert die Maschine vorsätzlich in einen Berg. So der offizielle Untersuchungsbericht. 150 Menschen kommen ums Leben. Ich hätte sowas niemals für möglich gehalten. Also nicht während meiner aktiven Zeit, als ich noch für den ganzen Flight Ops-Bereich zuständig und verantwortlich war. Ich war ja selbst lange Jahre Leiter des Krisenstabs der Lufthansa. Und ich konnte mir gut vorstellen, was nach dem Absturz in den französischen Alpen hier im Headquarter und im Krisenstab los war. Und ich hätte mir das nie vorstellen können, dass sowas passiert ist. Der vom Co-Piloten herbeigeführte Absturz des Germanwings-Flugzeugs über Frankreich, der war für Lufthansa vorher unvorstellbar. Und ich glaube, auch für jede Fluggesellschaft gibt es dafür kein Szenario, in dem man sich bewegt, weil das eine Besatzung das Flugzeug zum Absturz bringt. Das passiert zwar schon ab und zu alle so und so viele Jahre irgendwo auf der Welt, aber in Europa ist es noch nie passiert. Und insofern war das für die Lufthansa sicherlich ein Schock. Und man hat gemerkt von Anfang an, auch wenn es die Tochter Germanwings betraf, hat die Lufthansa die Krise auch akzeptiert, angenommen. Die Lufthansa trauert mit den Angehörigen. Doch es gibt auch kritische Fragen. Denn der Konzern wusste von der depressiven Vorerkrankung seines Angestellten. Als Konsequenz werden strengere Überprüfungen gefordert. Für die Familien
und Freunde der 150 Menschen wird nichts mehr so sein, wie es war. Unser Versprechen steht, wir werden ihnen beistehen und helfen. Im April 2016 reichen 80 Hinterbliebene Klage in den USA ein. Der Konzern zahlt Entschädigungen. Und nicht nur Lufthansa-Piloten dürfen seitdem nicht mehr allein im Cockpit sein. 1945. Kriegsende. Auch die Lufthansa landet erstmal auf dem Aschehaufen der Geschichte. Fast alle Flugzeuge sind zerstört und die Sieger nehmen Deutschland die Lufthoheit. Doch Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler, arbeitet zäh an der Rückkehr in die Völkerfamilie. Nach langen Verhandlungen dürfen die Deutschen wieder eigene Fluggesellschaften haben. Adenauer war früher selbst im Aufsichtsrat der Lufthansa und wünscht sich jetzt keine Neugründungen, sondern die Wiederbelebung der Airline mit dem Kranich. 1953 ist es soweit. Die braune Vergangenheit der Lufthansa wird stillschweigend verdrängt. Am 1. April 1955 war es soweit und es gab zwei Erstflüge, einen von Hamburg nach München und einen von München nach Hamburg. Die machten Zwischenstopps in Düsseldorf und Frankfurt. Man zeigte sich also im ganzen Land und diese Convair 340, das war das erste Europaflugzeug der neuen deutschen Lufthansa nach dem Zweiten Weltkrieg, die war dann auch ein Symbol. In Deutschland darf wieder geflogen werden. Die Lufthansa fliegt einstweilen mit alliierter Ausnahmegenehmigung. Der Flugbetrieb wird streng überwacht. In den Cockpits sitzen britische Piloten. So ganz trauen die Sieger den Deutschen noch nicht. Zum ersten Mal startete eine der neuen Convair-Maschinen mit geladenen Gästen auf der Route Hamburg-Frankfurt. Die unermüdliche und stets hilfsbereite Stewardess bemüht sich vorbildlich um das Wohl der Passagiere. Die Lufthansa steht für Traumerfüllung. Einerseits für die tatsächliche Traumerfüllung, ich will reisen, ich will ins Ausland. Andererseits aber auch für dieses Deutschland hebt wieder ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Da war die Lufthansa ein ganz großer Ermöglicher. Und derjenige, der uns ermöglicht hat, wieder in der Welt mitzuspielen. Gedanklich ging das immer leicht und dann gab es jemanden, nämlich die Lufthansa, die es faktisch ermöglicht hat. Und diesem Urtraum vom Fliegen in einer depressiven Zeit, nach dem Krieg. Die neue Lufthansa fügt sich ins Nachkriegsdeutschland, als wäre sie nie fort gewesen. Und wieder scheint sie mehr zu sein als nur eine Firma unter vielen. Wer was auf sich hielt, Adenauer und sein Kabinett, die späteren Regierungen, die Manager sowieso, die haben nie zu ihrer Assistentin gesagt, buchen Sie mir einen Flug nach Rom oder nach Caracas. Die haben immer gesagt, buchen Sie mir einen Lufthansa-Flug. Konrad Adenauer fliegt 1955 natürlich mit der Lufthansa nach Moskau, wo er die Verhandlungen über die letzten deutschen Kriegsgefangenen führt. Der Kanzler schafft es, die letzten 10.000 Gefangenen frei zu bekommen. Die Lufthansa profitiert von den Wochenschaubildern aus Moskau und von Adenauers Erfolg. Mit Schwarz-Rot-Gold durch die Welt zu fliegen, das war natürlich jetzt wieder etwas Besonderes. Eine Fluggesellschaft repräsentierte damals ein Land. Sie war der Flag Carrier, wie man das von den Schiffen kannte früher. Da, wo die Flagge ist, da ist der Admiral auf dem Schiff. Und so war das bei den Airlines auch. Man war auserwählt, für Deutschland zu fliegen. Es ist die Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders. Die Westdeutschen sehnen sich nach Wohlstand und Fernreisen. Wenn auch erstmal nur in der Fantasie. Auf den Zuschauerterrassen der Flughäfen. Convairs und Super Constellations lassen sich hier bestaunen. Aber mitfliegen ist für die meisten viel zu teuer. Außerdem haben deutsche Arbeitnehmer damals viel zu wenig Urlaub für lange Fernreisen. In den 50ern sind es gerade mal 12, in den 60ern 15 bis 18 Urlaubstage.
Fliegen ist auch deshalb längst noch kein Massengeschäft. Die Lufthansa bot sowohl innereuropäische Flüge an und natürlich auch innerdeutsche, als auch gleich Langstreckenflüge mit der berühmten Super Conny, mit der Constellation. Und dieses Flugzeug war mit 4 Motoren ausgerüstet und machte gleich Amerika unsicher. Die Passagiere lieben die Constellation-Baureihe. Dank ihrer großen Reichweite sind diese Flugzeuge für Fernziele bestens geeignet. Besonders für den Flug zu den Traumzielen in Nordamerika. Dass von den 4 Motoren bei jedem dritten Flug eine ausfällt, das sorgt niemanden so richtig im, wie es heißt, besten dreimotorigen Flugzeug der Welt. An Bord darf damals selbstverständlich noch geraucht werden. Auf Kinderlungen nimmt damals niemand Rücksicht. Der Flug von Hamburg aus dauert 17 Stunden. Mit Zwischenlandung in Düsseldorf. Den ruhigen Schlaf stört nur der Gedanke an den Ticketpreis. Das kostet 1955 noch 3.500 Mark. 2/3 eines Jahreseinkommens damals. Das wird sich in den nächsten 40 Jahren dramatisch ändern. 1958 wirbt die Lufthansa mit einer ganz speziellen Luxusklasse. Dem Senator-Service. Im Namen der Lufthansa und unseres Kommandanten, Flugkapitän Meyer, begrüßen wir Sie an Bord unserer Superstar auf dem Flug nach New York. Margot von Engelmann-Rode war als Flugbegleiterin dabei und erinnert sich noch ganz genau. Ja, Senator-Service war schon wirklich was ganz Besonderes. Und wir bekamen extra neue Kleider dazu und die Stewards mussten sich an Bord umziehen, weißes Dinnerjacket und dann haben wir dann auch so ein kleines Schmuckstück an unser Kleid geschummelt, was eigentlich nicht erlaubt war. Aber wir wollten dann eben auch fein sein für den feinen Service. Feiner Service im Deutschland der 50er bedeutet vor allem eines, gutes und reichlich Essen, zubereitet in der Bordküche. Es gab einen Koch, der natürlich nicht da im Suppentopf rührte oder so. Aber wenn einer mal ein Steak gebraten haben wollte, das ging schon. Fliegen nur für die oberen 10.000. Das hat sich längst geändert. Wie so vieles im Luftverkehr. Zu den Dingen, die gleich geblieben sind, gehört der besondere Nimbus, der die Piloten zu umgeben scheint. Die Ausbildung bei der Lufthansa gehört zu den aufwendigsten und härtesten aller Airlines. Die rund 100.000 Euro für die Ausbildung müssen die Schüler in Zukunft selbst aufbringen. Nur gut, dass man mit etwa 70.000 Euro Einstiegsgehalt rechnen darf. Für die Verkehrslizenz muss man erst mal zeigen, dass man kleine Vögel beherrscht. Doch am Ende steht für die meisten das große Ziel, einmal diesen Riesenflieger zu steuern. Den A380. Das größte und schwerste Passagierflugzeug der Welt. Eingeführt bei der Lufthansa 2010. Mehr als 500 Passagiere auf 2 Etagen. Kostenpunkt etwa 300 Millionen Euro. Pro Stück. Die 380 ist das beste Flugzeug, die habe ich als letzte geflogen. Da hatte ich auch die Ehre, das Flugzeug im Lufthansa-Konzern einzuführen. Und ich habe das wirklich als absolute Spitze in Erinnerung und als bestes Flugzeug. Das Lufthansa-Marketing nennt den Koloss 3-Liter-Flugzeug. So viel Kerosin verbraucht der Jet pro Passagier auf 100 Kilometer Flugstrecke. Allerdings nur, wenn er voll besetzt ist. Ob Riesenflieger wie der A380 auf Dauer ökonomisch und ökologisch sinnvoll sind, ist umstritten. Seine Symbolwirkung ist es nicht. Etwa wenn Deutschlands Fußballer im A380 nach Hause zurückkehren. Die Lufthansa investiert Millionen als Partner der Nationalmannschaft. Fanhansa nennt sie das. Das lässt sich die Lufthansa pro Jahr mehrere Millionen kosten. Über die genaue Summe schweigt man sich aus.
2014 wird Deutschland Fußball-Weltmeister. Und die Lufthansa dreht eine Extrarunde mit den Siegern. 700 Meter über der Fanmeile. Mehr kann sich eine Marketingabteilung wohl nicht wünschen. Das war natürlich Gänsehaut pur. Und ich werde das nie vergessen, wie der Jumbo dann mit wackelnden Tragflächen über diese Hunderttausenden von Fans flog. Und ich durfte dabei sein, als er landete und die Mannschaft begrüßen. Das ist Emotion pur. Siegerflieger. Ein schönes Wort. Doch im Konkurrenzkampf des Passagierverkehrs zählen nur die harten Zahlen. Gegenwind für den Kranich. Luftverkehr ist heute eine Mega-Industrie. 36 Millionen Flüge umkreisten die Erde im Jahr 2016. Knapp 100.000 pro Tag. Das heißt aber auch 323 Milliarden Liter Kerosin und 814 Millionen Tonnen CO2. Das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Umweltschutz hat natürlich generell für alle Unternehmen einen entsprechenden Stellenwert. Das betrifft jede Marke und natürlich insbesondere eine Marke, die im Luftverkehr tätig ist, weil der Luftverkehr bekanntlicherweise nicht sehr umweltfreundlich ist. Die Schäden sind groß. Wer mit dem Jumbo von Frankfurt nach Tokio und zurückfliegt, erzeugt so viel CO2 wie ein Mittelklasse-Auto über 36.000 Kilometer. CO2 einsparen ist deshalb gut fürs Image und senkt nebenbei die Treibstoffkosten. Neue Maschinentypen wie der A320neo sparen immerhin 15% Kerosin und CO2 gegenüber älteren Modellen. Biosprit dagegen hat seinen guten Ruf inzwischen wieder verloren, weil die Herstellung so viel Ackerfläche kostet. In der Zukunft könnten Flüge im Schwarm weitere Energie sparen. So wie bei Zugvögeln. Zukunftsmusik. Aber für Flughafenanwohner vermutlich ein Horror. Sie klagen schon über den Lärm durch einzelne Flieger. Die Lösung könnte ein völlig neuer Antrieb für Flugzeuge sein. Elektromotoren. Flüsterleise und sparsam. Aber auch realistisch. Die Lufthansa, das ist ja auch nachzulesen, das wissen wir auch, wenn wir es wissen wollen, hat natürlich glaubwürdige Nachhaltigkeitsprogramme. Kerosinverbrauch, Lärmemissionen, wie wird das Flugzeug betrieben auf dem Weg vom Gate zur Startbahn. Da gibt es ja viele, viele Dinge, die besser geworden sind. Verrückt ist nur, wir wollen das alle gar nicht wirklich wissen. Wir wollen fliegen. An der Frankfurter Börse wird der Wert der Lufthansa täglich neu bewertet. Die extremen Kursausschläge der größten deutschen Airline fallen sofort auf. Sie bereiten Anlegern Sorge. Die Luftfahrt hat eigentlich immer beides. Sie hat goldene Jahre und bronzene Jahre, die sich schneller abwechseln, als man gucken kann. Liegt natürlich auch daran, dass man viele Faktoren von außen hat. Die Fluglinien suchen Verbündete im globalen Wettbewerb um Passagiere. 1997 schließen sich Lufthansa, Air Canada, SAS, Thai Airways und United zur sogenannten Star Alliance zusammen. Inzwischen sind es 28 Mitglieder mit fast 700 Millionen Passagieren pro Jahr. Knapp ein Drittel des weltweiten Passagieraufkommens. Eine Art Kartell, um gefährliche Newcomer fernzuhalten. Newcomer wie Ryanair. 1985 geht die irische Billig-Airline an den Start und eröffnet eine heftige Preisschlacht in der Passagierluftfahrt. Für Lufthansa ein existenzielles Problem. Lufthansa hat sich in der Vergangenheit immer hochwertig positioniert. Als die ganzen Billigflieger auf den Markt kamen, musste natürlich irgendwo die Lufthansa reagieren. Sie reagierte erst mit der Germanwings, Einführung der Germanwings für das europäische Streckennetz. Dann letztes Jahr mit der Eurowings für das Langstreckennetz. Und heute sind es jetzt zwei Marken, Lufthansa und Eurowings. Eigene Billigtöchter sollen abgewanderte Kunden zurückgewinnen.
Die Germanwings macht 2002 den Anfang und übernimmt viele Europarouten. Nach 13 Jahren wird sie wieder eingestellt. Da sind die Billigflieger längst auch auf der Langstrecke angekommen. Die neue Lufthansa-Tochter Eurowings soll genau dort verlorenen Boden zurückgewinnen, durch eigene Billigangebote, um Ryanair wieder einzuholen. Denn die Iren haben inzwischen mehr Passagiere als die altehrwürdige Lufthansa. 1990 ist der Unterschied noch enorm. 745.000 Passagiere bei Ryanair, bei Lufthansa 26,6 Millionen. 2016 zieht Ryanair vorbei, mit 117 Millionen Fluggästen. Die Lufthansa ist seitdem auf der Suche nach einem Gegenmittel. Kann neue Technik helfen? Unbemannte Flugzeuge vielleicht? Bei Airbus geht der Blick weit in die Zukunft. Das Concept Plane soll 2050 Realität werden. Mit Massagesesseln, die die Körperwärme der Fluggäste zur Stromgewinnung nutzen. An Bord kann man Golf spielen. Und wer keine Flugangst hat, freut sich an der transparenten Bordwand. Ein Flieger ohne Pilot? Keine Science Fiction. Das Militär macht es vor. Fluggeräte können hier schon lange vom Boden aus gesteuert werden. Pilotenstreiks jedenfalls verlieren dann ihren Schrecken. Doch noch ist es lange nicht so weit. Und die Lufthansa muss reagieren, um nicht noch mehr Marktanteile zu verlieren. Im Nachhinein ist es immer leicht zu sagen, die Lufthansa hat Fehler gemacht. Auf der einen Seite nicht früh genug mit dem Personal zu verhandeln. Was ist eine zeitgemäße Bezahlung? Wie kommen wir von diesen Pensionszusagen weg und von allem, was uns sehr belastet? Auf der anderen Seite ist die Lufthansa sehr in der Klemme zwischen den Low-Cost-Airlines und den Nahe-Osten-Airlines, die ja überhaupt nicht richtig Geld verdienen müssen, vom günstigen Ölpreis profitieren und diesen Dingen. Das heißt, die Lufthansa, die kann es eigentlich nur verkehrt machen. Und wir als Konsumenten sagen, was sind die denn jetzt? Sind die jetzt Low-Cost-Airline schon fast? Sitzabstand, Essen, die Gründung der Eurowings? Oder sind die jetzt Premium-Airline? So kommt es mir rüber, wenn ich die Werbung sehe. Eine deutsche Traditionsmarke zwischen Vergangenheit und Zukunft. Auf einem sich rasant verändernden globalen Markt. Trotz der mächtigen Billigkonkurrenz fliegt der Kranich noch immer satte Gewinne ein. 2016 waren es rund 1,8 Milliarden Euro bei einem Umsatz von 31,7 Milliarden. Licht und Schatten der Vergangenheit scheinen weit zurückzuliegen. Der Pioniergeist der Anfangsjahre, die Verstrickung in NS-Verbrechen, das spießige Nobel-Image aus den Wirtschaftswunderjahren. Doch all das gehört auch weiterhin zur DNA der Marke Lufthansa.